Einen schönen guten Abend aus dem Jazzit, beim 5. Jazzit-Magazin. Heute wieder mit einem besonderen Gast, den ich gleich vorstellen werde. Ich bedanke mich wieder ganz herzlich beim FS1-Team, beim Jazzit-Team. Vorderster Stelle im Jazzit-Team, der Gunther an der Technik, der uns hier immer tatkräftig begleitet. So what war letztlich immer das Motto der letzten Jazzit-Magazine. Corona beruhigt sich etwas. Das ist beruhigend auch für unsere Veranstaltungen hier im Jazzit. Und ich möchte mich für euer Interesse bedanken. Hinter den Bildschirmen bei FS1 und auf YouTube, wo diese Jazzit-Magazinsendung immer übertragen wird. Das Jazzit-Magazin versucht jedes Mal Jazz-Bühnenmenschen ein bisschen als Menschen hinter der Bühne ins Rampenlicht zu bringen. Deswegen gibt es jetzt so in den nächsten 45 bis 50 Minuten auch einen Talk, etwas Musik, noch einen Talk mit meinem Gast, noch einmal Musik und kurze Programmhinweise. Ja, und für heute möchte ich ganz herzlich begrüßen den Stefan Wegenkittel. Hallo. Stefan, wir kennen uns gut mittlerweile, würde ich sagen, nämlich als gemeinsame Mitglieder im Jazzit-Vorstand. Du bist Musiker, Komponist, Pianist und Mathematiker. Und vielleicht überrascht dich jetzt gleich eine Aussage, wenn ich mit einer Aussage beginne, die zufälligerweise heute wieder im Internet gefunden habe, wo auf Englisch das zwar benannt ist, aber du hast einmal gesagt, alle Musiker sind unbewusst Mathematiker. Vielleicht steigen wir kurz mit dem ein, was meinst du damit? Alle Musiker sind unbewusst Mathematiker. Das ist eigentlich ein Zitat von niemand Geringerem als Thelonious Monk. Der hat das gesagt und das hat mich bei ihm eigentlich zunächst einmal noch viel mehr überrascht, dass der Thelonious Monk auf die Idee kommt, da eine Querverbindung zu ziehen. Mir ist das in meinem Leben sehr oft passiert, dass die Leute gesagt haben, ach so, ja, Musik und Mathematik, das gehört eh irgendwie zusammen. Und gerade bei meinem Instrument, also beim Klavier, stimmt es schon, dass da eine gehörige Portion Theorie eigentlich, sagen wir, gut ist, wenn man weiß und wenn man die kennt und wenn man es irgendwie in die Finger kriegt, dann ja, kann man das Klavier schon anders spielen. Und vielleicht ist das der Grund, warum die Leute das manchmal so sagen, Mathematik und Musik, das passt eh gut zusammen. Ich spüre es eigentlich anders. Für mich ist es beides. Und das ist vielleicht eher dann das Überraschende, nicht die Musik, sondern die Mathematik ist was Hochemotionales. Und beides gelingt nur, wenn man die Emotionen und das, sage ich mal, Analytische oder Handwerkliche oder das Strukturgebende irgendwie zusammenbringt. Bei mir klingt jetzt dann gleich ein bisschen das Emotionale an. Also Mathematik war schon emotional für mich, aber in einem nicht sehr positiven Sinne. Nicht so positiv. Ja, da bin ich verwöhnt. Also für mich war Mathematik eigentlich... Danke schön. Für mich war die Mathematik eigentlich meistens so mit positiven Emotionen belegt, aber ich muss ehrlich zugeben, dass das auch erst angefangen hat in der Hochschule. Also in der Schule ist das mehr Rechnen und Rechnen kann ich weder gut noch mag es gern. Aber so das Nachdenken über die Welt, das macht schon Spaß. Ja. Du bist an der FH eben tätig, hauptberuflich. Du hast Thelonious Monk gerade zitiert. Bleiben wir vielleicht da kurz dabei. Wer sind am Piano, am Piano deine Orientierungspunkte? Also das klingt immer so ein bisschen, wenn man sagt, wer sind die Vorbilder? Aber ich nenne es einfach mal so Orientierungspunkte. Das ist vielleicht auch immer wieder für ein Publikum interessant zu wissen, so, ja, wer sind denn so interessante Pianisten für dich, gewesene oder auch gegenwärtige natürlich? Naja, also ich mag das eigentlich ungern einschränken. Ich höre momentan wahnsinnig gern Brad Mehldau. Mhm. Ich höre sehr gerne Fred Hirsch. Das sind beides Leute, die irgendwo auch das geschafft haben, so ein bisschen einen Kontrapunkt in den Jazz reinzubringen. Also etwas, was mir sozusagen von Geburt an mitgegeben war, war der Kontrapunkt, die klassische Musik. Ich komme aus einer
Familie, in der es viel Kirchenmusik gegeben hat und das sind der Generalbass und alle diese Dinge, das ist in meinem Ohr drinnen. Ich habe Orgel gespielt in der Kirche eine Zeit lang und das war halt verankert. Ne? Und dann kam aber der Jazz irgendwann und da war eigentlich von Anfang an so, Thelonious Monk war eigentlich eine große Figur immer. Aber da kamen dann viele andere, also Dollar Brand zum Beispiel, fällt mir da jetzt ein, der Ahmad Jamal, schon in jüngerer Zeit. Und das war immer so eine Kombination aus einer sehr unmittelbaren Zugangsweise zum Klavierspielen und gleichzeitig unheimlich auscheckt. Also man hat sich das angehört, das hat an die Emotion berührt, aber man hat das dann 20 Mal anmachen können. Da haben wir immer noch was Neues entdeckt und das hat mich fasziniert. Du hast jetzt auch gerade schon ein bisschen was so Biografisches so durchklingen lassen. Kirchenmusik, Orgelmusik in der Richtung. Wie ist deine musikalische Biografie? Wie schaut die aus? Es ist, ich glaube, ein bisschen untypisch für die jetzige Zeit, weil daheim ist ein Klavier gestanden und ich habe darauf gespielt und man hat mich lassen. Ich habe keinen Lehrer gekriegt, ich habe nichts müssen, ich habe einfach spielen dürfen. Und hin und wieder haben meine Eltern so zarte Versuche gemacht, so, magst du Stunden nehmen? Und ich habe immer gesagt, nein. Und so haben wir das lassen. Ich habe meine ersten Klavierstunden erst relativ spät gehabt. Und da habe ich eigentlich Klavier gespielt. Aber ich habe halt nicht gewusst, was ich da tue. Und dann habe ich ein paar Jahre so, ja, das war um 8, 9 Jahre, das waren die ersten Versuche. Und eigentlich richtig losgegangen ist mit 10 Jahren. Und dann habe ich halt plötzlich da Noten lesen müssen und dann war alles weg. Von einem Tag auf den anderen habe ich nicht mehr Klavier spielen können, aber ich habe in C-Dur ein kleines Lied spielen können. Und meine Eltern waren eigentlich entsetzt und ich habe insgesamt 5 Lehrerwechsel gehabt in einer relativ kurzen Zeit. Und dann habe ich das Glück gehabt, dass ich einen Papa habe, der nicht locker lassen hat. Der hat gesagt, nein. Ich habe dann gesagt, nein, lass mir das wieder. Und der hat gesagt, jetzt kommst du mit, gehen wir in den Stiegl. Und da spielt die Sommerholz Big Band und da spielt der Reinhard Feichtinger Klavier und das müsst ihr anhören. Und dann sind wir dorthin und da stand der Fender Rhodes, ein richtig schönes, echtes Fender Rhodes. Und da hat auch Reinhard Feichtinger Big Band begleitet. Und das hat mir schon irgendwie taugt. Das war total so ein Schlüsselmoment. Und das ist dann mein Klavierlehrer geworden und das war einfach ein Glücksfall. Ne? Weil der ist nicht mit Noten gekommen, sondern der hat am Buchstaben hingeschrieben. Die erste Nummer, die ich gelernt habe, war Cherokee. Das kann ich heute noch nicht. Das ist unglaublich kompliziert zum Spielen. Hast du eine typische Karriere gemacht, wie es viele Jazzmusiker machen, dass sie vorher irgendwie so in diverse Rockbands spielen und dann irgendwie noch und noch. Das war bei dir nicht so der Fall. Nein, ich habe als erstes Jazz gespielt. Ich wollte da nichts anderes. Der Reinhard hat mir eine Kassetten gebracht mit allen möglichen Zeug und das habe ich mir angehört. Und in der ersten Band, die wir gehabt haben, das war so. Wir waren halt Freund von der damaligen Zeit, da haben wir von Anfang an Jazz gespielt, ja, nie was anderes. Ich kann das andere auch nicht so. Ich habe eine Zeit lang in so einer Showband gespielt und habe ein bisschen Pop gespielt und auch ein bisschen Rock und halt Coverband gespielt und Hochzeiten auf für alle und großes also Licht. Also die Chance oder die Gefahr besteht nicht, dass du einen untypischen Wechsel machst und vom Jazz in die Rockmusik wechselst? Kann man schon noch vorstellen. Geht das was? Momentan könnte ich mir das recht gut vorstellen, dass ich mal was weniger Kompliziertes mache. Eine Frage noch so zu dieser musikalischen Karriere. Warum bist du dann nicht Musiker geworden? Weil ich habe dich ja kennengelernt als sehr versierten, als sehr guten Pianisten, meiner Meinung nach. Ja, die habt ihr schon oft gehört. Was war dann die Entscheidung, dass du gesagt hast, so, ich gehe nicht diesen Weg jetzt an, wirklich eines professionellen Musikers, sondern ich mache was anderes, was mir auch noch taugt, aber womit ich halt ein regelmäßiges Geld verdiene. War das der Grund, die Sicherheit oder was war deine Entscheidung? Nein, ich habe die Sachen immer beide gern gemacht. Ich habe mich gern mit Mathematik beschäftigt und gern mit Musik. Das war ein Zufall, glaube ich. Und ich bin jetzt im Nachhinein nur genauso wankelmütig. Also hätte ich mich damals in eine Musikerkarriere gestürzt, konnte ich vielleicht heute auf einem anderen Level spielen, technisch zum Beispiel. Ja. Also da sehe ich schon eindeutig, wo ich stehe. Und das andere ist halt, ja, ich weiß nicht, ich habe das Glück, ich habe jetzt einen Beruf, einen Brotberuf, der mir es erlaubt, Musik zu machen. Und diese Kombination im Leben genieße ich sehr. Und das ist aufgegangen, ich weiß nicht, ob es umgekehrt aufgegangen war. Ja. Das weiß ich einfach. Ja, es erfordert aber ja einen unwahrscheinlichen Aufwand auch. Wir haben gerade kürzlich auch darüber gesprochen, du musst dann dranbleiben über die sozialen Medien, über das persönliche Marketing, über das Booking und dergleichen. Und ihr seid mit RASP, oder sagt es RASP?
Rasp, deiner letzten Band, ja, habt ihr ein unwahrscheinlich hohes Niveau entwickelt, meiner Meinung nach. Und ihr habt euch aber da jetzt auch, hast du erzählt, so aufgelöst oder beziehungsweise entschieden, da nicht noch einmal in eine weitere CD-Produktion zu gehen. Was war da so der Beweggrund? Ja, das war eine Band, die hat, ich habe das noch nie so erlebt und die Band, da habe ich also so viel gelernt in ein paar Jahren wie sonst nirgendwo. Da können wir vielleicht dann später nochmal auf die Jam-Sessions zurückkommen, aber, ja. Aber das war für mich eine wahnsinnig klasse und intensive Erfahrung, wie in Richtung professionell sein. Ja. Da waren ein paar Ideen da, musikalische, und dann haben wir ein Level erreicht, und ja. Um das Level zu halten und um so eine Band am Leben zu halten, so dass sie das Projekt finanziell tragt und auch was abwirft, was für diejenigen, die von der Musik leben, notwendig ist, bedarf es einer Intensität, die mit einer Familie und einem Brotjob, so wie ein Hop, in keinster Weise vereinbar ist. Also das wird heißen, im Jahr 2 Monate auf alle Fälle Tournee einplanen. Das wird heißen, Stücke schreiben. Das ist einfach fast ein Fulltime-Job, wenn man sowas wirklich hinkriegen will. Und man muss ja auch dazu sagen, also da oben wird die Luft dann sehr schnell dünn und Mordskonkurrenz da, und da muss man natürlich schon. Ja, ist klar. Also eine ganz persönliche Entscheidung offensichtlich. Ja, aber wir haben das dann zusammen entschieden. Du sagst, du hast dich über diese sehr professionellen Musiker, die ja alle Profis sind, so kann man sie natürlich auch alle bezeichnen, also stark weiterentwickelt. Ja. Das ist halt mein Riesenglück, dass ich da Kollegen gefunden habe, also ich habe was geschrieben, ich kann es das eh nachher fragen, aber ich bin zur Probe gekommen und habe da irgendwas hingelegt und die haben dann gesagt, was ihnen gefällt und was nicht, und haben gesagt, da bauen wir einen Takt ein und da streichen wir einen weg und vergiss den Teil und so. Und so haben sie die Stücke entwickelt. Ja. Das war ja dann Input von einem von uns, haben ja die anderen auch was geschrieben. Und dann haben wir das gemeinsam entwickelt. Und in dieser Arbeit sieht man auch die unterschiedlichen Zugänge zu Musik. Mhm. Also gibt einen unmittelbar von der Melodie ausgehenden Zugang, oder manchmal sind es auch technische Möglichkeiten, einfach die was limitieren. Ich schreibe das auf, aber es ist unspülbar oder umgekehrt. Ja. Also, und ihr nennt es euch, ist das noch zutreffend oder war zutreffend, Acoustic Jazz Quartett and Electronics? Ist das noch zutreffend? Das ist immer nur das, was man eigentlich, also was man beim Musizieren am meisten Spaß macht, ist eine Formation, Trio, Quartett, vielleicht Quintett, in der sozusagen relativ einfach, direkt, handwerklich Musik gespielt wird. Also nicht zu viel Spompanadeln. Wir haben ein bisschen versucht, mit Electronics zu arbeiten. Wir haben mit Sounds gearbeitet. Das waren vorsichtige solche Abtastungen sozusagen. Mhm. Je mehr man Parameter hat, umso mehr muss man sich entweder entscheiden für ganz eine spezielle Geschichte. Also man nimmt dann nur einen bestimmten Ding heraus, ja, also so einen Sound vielleicht, den man da kreiert, oder eine bestimmte Art, mit den Electronics umzugehen. Mhm. Da muss man aber was anderes dafür hergeben, sonst wird es insgesamt zu bunt und undefiniert. Aber Stichwort Sound. Heute ist es mehr Akustik-Jazz-Trio. Ja? Du hast nämlich dankenswerterweise zwei deiner Mitmusiker eingeladen, bei denen die bereits hinter unser Platz genommen haben. Ja, oder also nicht. Oder sie kommen erst. Ja. Ja, aber sie kommen. Sie sind bereit, bitte. Nämlich Rasp. Das kommt ja von Robert, Antonio, Stefan und Peter. Ja? Genau. Und da erscheinen jetzt der Peter Fürhabter am Bass. Peter, herzlichen Dank, dass du gekommen bist. Und der Robert Schoßleiter am Schlagzeug. Beide sehr bekannte Jazzmusiker in der Salzburger Szene, aber weit darüber hinaus auch. Und ihr habt aber Stücke vorbereitet. Jetzt kommt ein Set mit 2 Stücken, die ihr spielt. Stefan, wir treffen uns dann kurz nach diesen Stücken noch einmal zu einem weiteren Talk, wo wir noch ein bisschen über das Jazzit und über die Sessions plaudern möchten. Ja? So machen wir es. Und jetzt trinken wir mal einen Schluck, bevor du dich auf die Bühne begibst. Danke fürs Kommen. Prost. Drei Mitglieder von Rasp auf der Bühne. Stefan Wegenkittel, Peter Fürhabter und Robert Schoßleitner. Viel Vergnügen.
Robert Schoßleitner am Schlagzeug, Peter Fürhabter am Bass und mein heutiger Gast im Jazzit-Magazin, Stefan Wegenkittel. Stefan, darf ich dich noch einmal zu mir bitten? Eine Kurzerläuterung zu den zwei gespielten Stücke. Wir haben uns gedacht, wir nehmen was mit von dem, was da in den diensttäglichen Jam-Sessions so gespielt wird im Jazzit, okay. Weil das in unserer gemeinsamen Geschichte ganz eine große Rolle spielt. Wir haben einfach schon viele Jam-Sessions da gespielt, miteinander in unterschiedlichen Besetzungen, mit anderen Mitmusikerinnen und Musikern. Und warum diese Stücke, die zwei Stücke? Die spielen wir einfach gern. Die spielt sie in den Sessions auch gern? Also es ist jetzt gar nicht irgendwie bedeutungsschwanger. Ja, okay. Wie heißen die Stücke? Sind das eigentlich das letzte war Alice in Wonderland. Das ist ein Dreivierteltakt mit einer sehr, sehr hübschen harmonischen Gestaltung. Mhm. Kann man einfach schön was draus machen. Und das erste ist Night and Day. Und das war, zu dem Stück habe ich natürlich einen Bezug, weil es diese berühmte Aufnahme gibt, Night and Day, Keith Jarrett und sein Quartett damals. Und das war eine von den Jazzaufnahmen, wo es mich einfach umgehauen hat, was man machen kann. Okay. Ja, ja. Na, also an der Stelle ein Kompliment. Ich habe euch noch nie im Trio gehört. Also ihr kommt als Trio auch sehr gut. Vielleicht hat das auch eine gewisse Zukunft. Bei Resp hat man sicher noch den Antonio Brasales. Der Antonio Brasales war da dabei, ja, genau. Das war euer Posaunist. Genau. Den könnte man sich da noch dazu denken. Der Antonio, der hat da ganz viel auch Schwung und Herzblut hereingebracht. Ja. Ich möchte mit dir jetzt noch ein bisschen über das Jazzit plaudern. Ja, also ich selber bin jetzt seit 8 Jahren im Vorstand und ich schätze sehr, dass du mit mir schon so lange im Vorstand bist, nämlich du bist überhaupt schon seit 2007 im Vorstand, wenn das die richtige Information ist oder meine richtige Erinnerung. Ich hätte heute einmal gehoben, aber ich glaube ja. Ja, seit 2007. Und das hat schon, finde ich, eben eine besondere Wichtigkeit. Also, nämlich, dass ein Musiker auch im Vorstand des Jazzit sitzt. Ja, wir haben im Vorstand ja nicht die Aufgabe zu programmieren. Wir haben die Aufgabe, den Andreas mit seinem Team zu unterstützen, aus dem Hintergrund heraus. Und da interessiert mich ganz persönlich jetzt noch einmal so die Frage, so, was bewegt dich und treibt dich da an, im Jazzit auf der Ebene auch aktiv zu sein? Ja, weil du könntest dich ja nur auf das Musikalische konzentrieren. Und du hast genug anderes beruflich um die Ohren, du hast auch Familie. Was treibt dich da an, was bewegt dich da auch noch, viel Zeit zu investieren? Vielleicht kann man so anfangen. Ich habe 2006 sehr plötzlich und etwas unvermutet sehr viel Zeit gehabt. Und was macht man, wenn man musikaffin ist? Man sucht sich in Salzburg einen Platz, wo man sich irgendwie gleich daheim fühlt und wo man halt die Musik, die am Herzen liegt, hören kann. Das war das Jazzit. Das Jazzit hat fast das ganze Jahr seine Pforten offen gehabt. Das ist mir damals sehr entgegengekommen. Ich bin einfach sehr viel da gewesen. Habe dann auch viele Sessions mitgespielt. Wie gesagt, ich habe viel Zeit gehabt. Und ich habe gleich von Anfang an gemerkt, dass ich dieser Ort und diese Umgebung gibt mir so viel mehr zurück. Da ist jede Form von Engagement. Und ich habe das also in keinster Weise auf den Vorstand irgendwie damals angelegt, sondern einfach ein bisschen mithelfen. Und das hat angefangen so, diese diensttäglichen Jam-Sessions hat es schon damals gegeben, 2007. Und diese Sessions, da haben sie halt Fragen gehabt ein bisschen, ne? Aus Sicht von Pianisten, wie könnte man das aufstellen? Damals haben wir nur ein echtes Pianino gehabt, aber das war relativ schwer zum Verstärken, weil wir vielleicht noch nicht alle technischen Voraussetzungen gehabt haben. Ich habe damals mit dem Gunther über das viel geredet und schon und bin da so in das Team eingerutscht, ohne
dass ich recht aufgepasst habe, hat mich der Andi eines Tages gefragt, ja, da war im Vorstand was frei und ob ich Lust habe. Und ich habe dann auch nicht viel nachgedacht und habe gesagt, mach einmal. Und dass das eine so lange Geschichte geworden ist, hat für mich einfach damit zu tun, wie ich den Ort da in Salzburg spüre. Also es gibt viele Dinge, für die man sich eigentlich irgendwie engagieren kann. Und ich finde, man sollte sich im Leben für was engagieren. Und das ist halt auch eine Möglichkeit, die mir total taugt. Und ich habe da sicher so viel mehr zugekriegt, als ich eine da habe. Also was ist da momentan wichtig im Jazzit? Also nicht nur vom organisatorischen, vom Team her, sondern auch von der musikalischen, nennen wir es einmal, von der musikalischen Weiterentwicklung her. Was haltest du da für wichtig, dass das Jazzit bleibt, was es bewahren soll, wo es aber auch notwendig ist, so, dass etwas weiterentwickelt wird? Naja, mit mir zwei da auf der Couch, ja. Ja. Leicht im Hang zum Grauen. Sind wir eingefärbt. Entschuldige, natürlich, ja, bei mir ist es echt. das ist natürlich eine Zeit, die wunderschön war und die vielleicht auch mal solche Leute braucht. Der Andi hat das aufgebaut, er war das Jazzit und ich glaube, das sehen auch die meisten Besucher so und nehmen ihn so wahr. Und das Team herum unterstützt ihn halt, ja. Aber irgendwo geht es, der Jazz entwickelt sich ja weiter. Also das, was 2007 Jazz war, nicht nur für mich, sondern überhaupt da draußen in der Welt, war natürlich ganz was anderes, wie das, was jetzt ist. Da kommt die spannende Frage ist schon, aus welcher Richtung kommen jetzt die neuen Impulse des Jazz? Und das Jazz ist ein Ort, der sich da nichts schenkt. Also wir ziehen uns nicht auf das Gemütliche zurück, das halt Schöne, Bewahrende, sondern wir haben uns in der ganzen Programmation vom Andi immer sozusagen an die Front gewagt und geschaut, wo geht die Reise hin. Und das ist für mich so spannend, dass das ganz junge Leute sind, die Energie einbringen in den Saal da, wo ich mir denke, ja, da geht eine Tür auf, da geht der Jazz wieder weiter. Und genauso alteingesessene Musiker, die sich immer wieder neu erfinden und auch da was herstellen, wo du da irgendwie denkst, ah, jetzt habe ich wieder da in Salzburg, ja, mitten in dieser Bürgerstadt, habe ich auf einmal die Welt aufgehen gesehen und habe da wo eine lauschen können, wo ich sonst, weiß gut, wohin fahren muss auf der Welt, dass ich da teilhaben kann. Und das ist das Jazzit für mich im nächsten Jahrzehnt, irgendwo sicher da so eine Reise sehr genau spüren, welche von diesen Dingen bringen die Energie in die Musik ein, sodass sich der Jazz da in eine Richtung weiterentwickelt. Mhm. Und eben die Schnittstelle zu den Musikern in Salzburg, Musikerinnen und Musikern in Form von dieser Jam Sessions. Mhm. Das ist die Kombination, die ich wichtig finde. Mir wird es wahnsinnig freuen. Darf ich da nochmal nachfragen? Ja. Wie geht es da überhaupt mit der Kategorisierung Jazz? Wir haben ja da oft diskutiert in unseren Kreisen, nicht lässt sich Jazz so definieren oder ist das nicht eine Begrenzung, ja, wenn man das Jazz nennt? Was ist Jazz überhaupt? Also, ja, ich weiß nicht, hat wahrscheinlich wie geht es dir mit dieser Kategorisierung Jazz? Jeder mal den Behrendt gelesen oder versucht, ihn zu lesen. Oder den Polilio oder so, solche Leute, die Bücher die über diese Frage geschrieben haben. Also ich finde, man sollte besser nicht drüber reden. Okay. Es ist fast unnötig, weil ich glaube, jemand, der diese Musik liebt, hat Gründe dafür, die er spürt und unmittelbar, da bleibt der Buntheit über, die sich einer Kategorisierung ein bisschen entzieht. Aber das ist jetzt keine akademische Antwort. Mir persönlich gefällt die Antwort. Also es ist mehr ein emotionaler Zustand. Ja, also mir geht es ja auch so. Nicht? Also er ist so vielfältig, der sogenannte Jazz, dass er für jede Stimmungslage ein Verstärker ist für mich. Also ob ich jetzt einmal ein bisschen in einer melancholischen Phase bin oder in einer aufgetreten. Also es ist so eine Ergänzung oder ein Verstärker. Genau. Was ist das Emotionale? Die Frage, ob das jetzt politisch ist oder nicht und ob das eine Minderheitengeschichte ist. Ja. Das sind alles sehr spannende Aspekte. In dem Moment, wo dann so eine Sache wirklich stattfindet, völlig nebensächlich. Ich halte es immer wieder wichtig, also für uns im Vorstand, aber überhaupt, dass wir da immer wieder ein bisschen in diesen Diskurs natürlich einfach kommen. Ja. Und wir haben uns ja auch entschieden im Jazzit, dass wir bei dem Sockel bleiben, ein Club zu sein für Jazz und improvisierte Musik. Und das ist schon ein Aspekt der Zukunft da, also wo wir dabei bleiben wollen. Ich glaube, das Leitbild halt ein paar so Dimensionen dringen, die uns auch von anderen in Salzburg
unterscheiden. Ja. Und diese Notwendigkeit für das Jazzit in Salzburg begründet sie auch in dieser Tatsache. Ja. Aber das ist nicht das Wort Jazz sozusagen. Ja. Ja, das geht weit über das aus. Ja. Jazzit Sessions. Ja. Wirft einen kleinen Blick zurück und wird sogar vorschlagen, so, fragen wir die beiden einmal. Jetzt muss ich noch was sagen. Ein Kurzkommentar, Peter und Robert am Schlagzeug. Die Sessions, da hinten gibt es noch ein Mikrofon für euch. Die Sessions, was sind die für euch als Musiker? Was bedeuten euch die Sessions? Peter, viel habt ihr. Also ich glaube, ohne diesen Jazzit Sessions, soweit ich weiß, hätte es, glaube ich, The Rasp gar nicht gegeben, oder? Stimmt das? Weil wir haben, es hat eine Vorgängerband gegeben, die hat Applejack Distillery geheißen. Und dann hat der Stefan bei der Session gespielt und der Rob haben sie getroffen und gesagt, ja, machen wir da irgendwas draus und gründen wir doch eine Band. Und im Zuge dessen ist dann The Rasp entstanden. Leider mittlerweile schon wieder Geschichte. Aber ein Beispiel dafür, wie bei so einer Session einfach eine neue Band entstehen kann. Ja. Möge man mir berichten, dass etliche andere Bands auch auf ähnliche Weise entstanden sind. Ich weiß es nicht, möglich wäre es. Ja. Auf jeden Fall ist es ein Aufeinandertreffen von Musikern, die aus unterschiedlichen Richtungen herkommen können. Da kommen Leute aus dem Mozarteum, da kommen Leute, die unter Anführungszeichen jetzt nicht unbedingt Profis sind, aber einfach einmal spielen wollen. Genauso wie Musiker, die schon länger im Business sind und spielen und die treffen da aufeinander und kommt natürlich auch immer wieder zu Reibungssituationen von unter Anführungszeichen eingesessenen Musikern, alten Musikern, wozu wir auch schon mittlerweile gehören, und neuem Input von Jungen, die irgendwelche Sachen machen, die wir vielleicht noch gar nicht so wirklich so verstehen. Ja. Oder der Klassiker, die reiten 2 Stunden auf E-Moll herum. Und das soll aber alles in gewisser Weise auch Platz haben. Ja, okay. Und das immer unter einen Hut zu bringen, ist oft gar nicht so leicht und ist auch ziemlich fordernd. Mhm. Aber summa summarum, super, dass es die Sessions gibt, super, dass es das Jazzit gibt, das ist großartige Arbeit. Ja. Mit den letzten 12 Jahren war ich nicht sehr oft da, aus familiären Gründen, aber das wird sich wieder ändern. Ja. Und ich hoffe, dass das Jazzit noch sehr lang geben wird. Ja, aber das soll uns bestätigen, in dem diese Linie da einfach auch weiterzutreiben natürlich. Und die finden ja wirklich jeden Dienstag statt und man muss ja dazu sagen, es gibt da unwahrscheinlich gute Resonanz im Sinne von Publikum. Die sind immer sehr gut besucht. Robert, möchtest du auch noch was, dein Zugang zu den Sessions sagen? Ja, natürlich. Also ich kann das alles nur bestätigen, was da gesagt wurde. Erstens, was ich sehr, sehr gut finde bei den Sessions, ich, der eine Lehrtätigkeit hat, also auch einige Schüler, die ich unterrichte, das ist natürlich immer eine gute Chance, eben Schüler auf sowas vorzubereiten und dann auch hierher zu bringen, weil es ist immer nur eine Session, ist noch nicht so, nicht das Level, sage ich mal, wie ein Konzert. Das heißt, ich kann einem Schüler einfach sagen, okay, schau mal vorbei, steig ein, spiel mal eine Nummer, du kannst was vorbereiten. Das ist großartig, weil wenn der die Sheets ausdruckt, dann kann der sozusagen jeden den Sheet da auf dem Notenständer legen und sagen, okay, spiel mal halt Watermelon Man oder irgendwie so und ich habe das vorbereitet, da sind die Charts und spiel mal. Also das ist mal ein Punkt, den ich auch noch anführen möchte, eben, dass es auch eine Möglichkeit ist, einfach Schüler an die Situation heranzuführen, wie könnte es beim Konzert funktionieren. Ja, also das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, die ich sehr schätze, dass da immer wieder junge Leute nachkommen. Es ist einfach, man fördert die jungen Leute einfach und bringt sie dazu, nicht gleich den großen Druck zu haben, sondern einfach nur zu sagen, okay, jetzt haben die mal gespielt, jetzt ist mal die erste Runde vorbei, jetzt können wir da mal einsteigen, kann man mitspielen. Das ist das Erste. Das Zweite ist einfach diese Möglichkeit zu haben, mit sogenannten Profis oder Leuten zu spielen, die eben schon eine längere Zeit das machen. Ja. Und das ist natürlich dann für diese Leute, und da kann ich auch von mir selbst erzählen, wie ein junger Hupfer war sozusagen, du kriegst da einfach eine ganz andere Rückmeldung. Also du bist dann einfach da drinnen und dann musst du da einfach mitspielen und dann musst du schauen, wo du bleibst und dann kommen die nachher und sagen, okay, das war nichts, oder sie sagen, okay, das war super, oder sie kommen beim zweiten Mal und sagen, ma, das war schon viel besser als beim letzten Mal. Also das ist auch was. Also das ist auch eine Schule, die man irgendwie, finde ich, als Jazz auch durchlaufen muss. Okay. Also ich habe ja selbst im Ausland studiert und da läuft es nicht anders. Also du musst da rein, das ist wie so, du rufst da in das kalte Wasser
Und da musst du durch und da musst du durchschwimmen und du musst da drüben am anderen Ende vom Ufer wieder ankommen. Und wenn du nicht ankommst, dann glaube ich, bist du, dann solltest du das vielleicht nochmal überlegen. Ja, das klingt jetzt ein bisschen hart, aber das ist irgendwie im Jazz so. Weil im Jazz ist einfach, das ist improvisierte Musik und da geht es um das, da gibt es nichts, das zweimal gleich ist. Ja, wenn wir heute den Tune, den wir heute gespielt haben, morgen wieder spielen, dann klingt der nicht mehr so, wie er heute ist. Und das selbe ist bei einer Session. Ja, wenn jetzt heute am Anfang von der Session jemand spielt, keine Ahnung, Take the A-Train und dann wird der nachher später eine Stunde wieder gespielt von einer anderen Besetzung, dann wird der Song einfach anders klingen. Ja. Ja, ja. Und das ist eben diese Herausforderung im Jazz und das ist, für sowas braucht man Session, dass man das einfach mal erlebt und weiß, was ist eigentlich improvisierte Musik. Ja, es ist was anderes als wie ein Popsong, den lerne ich, da weiß ich, das hat eine Struktur, gibt es eine Strophe, gibt es einen Refrain. Und da ist einfach so, da passiert einfach spontan irgendwas und du musst dich einfach auf das einlassen können. Und das geht bei einer Session einfach, ist das großartig, was man da immer wieder erlebt, weil einfach dann Dinge passieren und das kann jetzt 2 Stunden im All sein oder es kann irgendein Solist birgt irgendwo ab, das eigentlich mit dem Song nichts mehr zu tun hat. Und dann muss man halt trotzdem, weil man sagt dann nicht einfach, okay, also, jetzt hören wir auf zum Spielen. Man hört jetzt ein bisschen der Begeisterung und wie du selber davon profitiert hast. Jetzt möchte ich mich ganz herzlich bedanken für eure Beiträge. Und Stefan, ich möchte dich bitten, hast du noch eine Ergänzung dazu, was die Session für dich bedeutet? Ist alles gesagt worden. Alles gesagt worden. Wunderbar. Ich möchte noch eine Sache ergänzen. Und das ist, wir haben in Salzburg eine spezielle Situation. Wir haben nicht die klassische Jazz-Hochschule in Salzburg. Es gibt einige, sage ich mal, Pflänzchen, die wachsen. Ja, es gibt sehr engagierte Leute am Mozarteum, im Musikum gibt es solche Möglichkeiten. Es gibt Lehrer und Lehrerinnen, die Leute an diese Musik heranbringen, und zwar an den großen Bereich improvisierte Musik. Aber es gibt diesen berühmten Ausspruch da, dass die Jazzclubs die Hochschulen des Jazz sind, und das trifft in Salzburg einfach zu 100% zu. Ja. Also da schließe ich mich. Und wir kennen genug Leute, ihr kennt genug Leute, die über die Sessions da wirklich sich unwahrscheinlich gut entwickelt haben und mittlerweile auch international. Also da hätte ich schon nur einen Wunsch und das kann ich da vielleicht auch irgendwie an das Ende stellen, nämlich das geht auch nur einen Schritt weiter dann. Ne? Und die Jazzed Edition, also die Möglichkeit, sozusagen Bands, die da aus diesen, sage ich mal, Jammen entwachsen sind, so wie The Rasp, aber viele andere eben auch, wenn die dann irgendwann einmal so weit sind, dass sie ein Album aufnehmen und das dann auch in der Jazzed Edition zum Beispiel auflegen, dann ist das für einen Club natürlich total schön, das gefällt mir dann als Vorstand wieder. Wenn da auch eine Musikproduktion sozusagen stattfindet, die man wieder hört. Du wolltest dir irgendwas zeigen, oder? Sagst du das? Ach so, ja, noch kurz? Ich habe das noch mitgenommen. Weil das war da offensichtlich nein, so aus Jazzit-Sicht, also heuer 20 Jahre Jazzit, auch noch einmal es sind zwei ein Sachen. Hinweis. Das ist das Buch, das anlässlich der 10-Jahresfeier 2012 rausgekommen ist, und das ist die Schallplatten. 10 Jahre später? 10 Jahre, die dieses Jahr anlässlich der 20-Jahresfeier rausgekommen ist. Und irgendwo allein diese zwei Dokumente zeigen, dass es in Salzburg sozusagen also ein kleines gallisches Dorf gibt, das in dieser Stadt mit Landestheater und mit Kulturinstitutionen von den Festspielen bis zu ein Grüppchen gibt, das da nicht aufgibt und versucht, das da in Salzburg hörbar zu machen, sichtbar zu machen und da Anlaufstelle zu sein. Und das, also wenn man das auch in der Hand halten kann, ist das schon schön. Und das gefällt mir einfach so jetzt in meiner, sozusagen als Strich und diese, sage ich jetzt einmal, ehrenamtliche Tätigkeit. Und das möchte ich eigentlich auch noch weitergeben. Also wie gesagt, jede Minute, die man ins Jazzit investiert, kriegt man, glaube ich, als eine Stunde zurück. Und das ist, jetzt kriegen wir das aus Musik noch einmal. Das würden wir probieren. Wir haben nur 2 Stücke mitgebracht. Zurück. Ja, 2 Stücke noch. Das eine ist aus meiner Feder und auch damals bei diesen Sessions gespielt worden. Mhm. Quietude heißt es. Ist eine ganz ruhige Nummer. Und dann haben wir noch was so Bekanntes, dass ich den Titel gar nicht sage. Okay. Vielen Dank. Ein weiterer Part, Stefan Wegenkittel, Peter Fürhabter und Robert Schoßleiter.
Thank you.
ein fulminanter musikalischer Abschluss von Stefan Wegenkittel am Piano, Peter Fürhabter am Bass und Robert Schoßleiter an den Drums. Stefan, darf ich dich noch einmal ganz kurz zu mir bitten von diesem herrlichen Flügel? Ein Flügel, der schon aufgebaut ist wie ein morgiges Konzert. Wenn die Sendung, das heutige Jazzit-Magazin, ausgestrahlt wird, werden einige mit Bedauern wahrscheinlich feststellen, dass sie das Memplex-Konzert, das am 2. Juni stattfindet, verpasst haben. Noch einmal der Flügel, es wird langsam Zeit, dass wir einen kriegen. Wir haben keinen Platz im Jazzit, aber eine Botschaft da hinaus an das Publikum: Wir suchen nach wie vor Sponsoren. Wir sind zwar subventioniert von Stadt, Land und Bund, aber wir suchen dringend Sponsoren für den Weiterbestand, für Sessions, für Konzerte, für unser Programm. Und da wäre natürlich früher oder später Flügel notwendig. Das war ein Traum. Stefan, was sind deine abschließenden Wünsche fürs Jazzit, für die Musik hier das in Salzburg? Das Jazzit, dass das weitergibt, das wünsche ich mir, dass es das noch ganz lang gibt und dass noch viel so Momente da stattfinden, wie zum Beispiel gestern bei der Session. Und wie das, wo wir uns kennengelernt haben. Und das wünsche ich mir einfach, dass das da weitergibt. Ich wünsche mir, dass es irgendwie, dass sie Leute finden, die auch wieder mitmachen wollen. Der Ort braucht das auch ein bisschen, dass man nicht nur reinkommt und das schön findet, sondern dass man vielleicht reinkommt und sagt, ah, da fällt mir was, da möchte ich was dazu beitragen. Mhm. Das wäre klasse, wenn da wieder sich Leute finden, die da ein bisschen mitmachen wollen. Das würde ich mir wünschen. Und zum Schluss wünsche ich mir einfach, ja, dass diese Botschaft der Musik, dass man das auch machen kann, so wie ich, dass man sich nicht scheinen muss, wenn man jetzt kein Profi ist sozusagen und nicht Tag und Nacht sozusagen nur da dafür leben kann, dass Musik machen einfach so eine Bereicherung ist und dass improvisierte Musik die unmittelbarste und direkte Form von dem ist, dass das möglichst, ja, dass möglichst viel so erleben können, das war mir schon. Das darf ich mir wünschen, wenn ich mir was wünschen darf. Gut. Stefan, ich bedanke mich noch einmal ganz herzlich bei dir, dass du da auf der Jazzit-Couch Platz genommen hast, um mit mir ein bisschen zu plaudern. Danke natürlich auch noch einmal an den Robert und an den Peter. Danke, ja. Und ich möchte zum Abschluss noch ein paar Konzerthinweise machen. Im Juni spielt es sich noch ziemlich ab im Jazzit, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube, es sind um die 15 bis 20 Veranstaltungen nahezu zusammengerechnet. Ich möchte nur ein paar zitieren. Am 8. Juni Billy Hart mit dem Stream Quartett. Am 15.06. Tummy Quest, Desert Blues. 17. bis 18. Juni Improvise Installize, Festival der Improvisation, ein Zweitagesfestival hier im Jazzit und auch an anderen Locations. Am 23. Juni Wolfgang Puschnik mit seinem Quartett und auch noch im Juli ein Konzerthinweis, nämlich James Brandon Lewis Quartett. Ihr findet alle unser gesamtes Programm natürlich auf der Homepage. Wir würden uns freuen, euch hier begrüßen zu dürfen und ich freue mich, wenn wir uns beim Jazzit Magazin beim nächsten vielleicht wiedersehen und wiederhören. Das wird am 1. September hier wieder live im Jazzit aufgezeichnet. Danke an FS1 und alles Gute. So what? Prösterchen.